Regenze pro jeden. Schrei nicht. Ich kann dich sehr gut hören. Ja, mit dem Witz, odlično te čujem. Schrei nicht. Ich kann dich sehr gut hören. Schrei nicht, sonst schreie ich lauter. Nemoj da vičeš, inače ću ja vikati još jače. Schrei nicht, sonst schreie ich lauter. Was machen wir dieses Wochenende? Šta ćemo da radimo za vikend? Was machen wir dieses Wochenende? Ich höre dich nicht gut. Kannst du wiederholen? Ne čujem te dobro. Možeš li da ponoviš? Ich höre dich nicht gut. Kannst du wiederholen? Luca hat mir versprochen, zur Party zu kommen. Luca mi je obećao da će doći na zabavu. Luca hat mir versprochen, zur Party zu kommen. Nächstes Jahr werde ich umziehen. Sljedeće godine ću se preseliti. Nächstes Jahr werde ich umziehen. Mama, kannst du mir etwas Geld geben? Mama, možeš mi dati nešto novca? Mama, kannst du mir etwas Geld geben? Ich interessiere mich nicht für Geld. Mene novac ne interesuje. Ich interessiere mich nicht für Geld. Hast du Brot gekauft? Da li si kupio hleb? Hast du Brot gekauft? Du hast mich früh geweckt. Probudio si me rano. Du hast mich früh geweckt. Was hast du morgen vor? Kakvi su ti planovi za sutra? Was hast du morgen vor? Ich habe Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Bojim se da idem kod zubara. Ich habe Angst, zum Zahnarzt zu gehen. Unsere Freunde haben ein Haus auf dem Land. Naši prijatelji imaju kuću na selu. Unsere Freunde haben ein Haus auf dem Land. Hören Sie mir zu, während ich mit Ihnen spreche. Slušajte me dok razgovaram sa vama. Hören Sie mir zu, während ich mit Ihnen spreche. Ich hoffe, keine Fehler zu machen. Nadam se da neću napraviti greške. Ich hoffe, keine Fehler zu machen. Können Sie das Licht einschalten? Možete li da upalite svetlo? Können Sie das Licht einschalten? Kannst du etwas weniger Lärm machen? Možeš li da praviš manje buke? Kannst du etwas weniger Lärm machen? Gestern habe ich bis 7 Uhr abends gearbeitet. Juče sam radio do 7 sati. Gestern habe ich bis 7 Uhr abends gearbeitet. Do 7 uveče. Wo können wir essen? Gde možemo da jedemo? Wo können wir essen? Es ist fast Mittag. Skoro je podne. Es ist fast Mittag. Es gibt ein Restaurant in der Nähe. Ima jedan restoran u blizini. Es gibt ein Restaurant in der Nähe. Es ist Mittag. Ich habe Hunger. Podne, gladan sam. Es ist Mittag und ich habe Hunger.
Wir bleiben bis nächsten Sonntag. Ostaćemo do sljedeće nedelje. Wir bleiben bis nächsten Sonntag. Angela, ich habe dich eine Stunde lang gesucht. Angela, tražio sam te sat vremena. Ich habe dich eine Stunde lang Angela, ich habe dich eine Stunde lang gesucht. Angela, tražio sam te sat vremena. Ich habe dich eine Stunde lang gesucht. Wie spät ist es? Es ist 7:10. Um 8 müssen wir am Flughafen sein und du bist noch nicht fertig. Koliko je sati? 7:10. U 8 moramo biti na aerodromu, a ti još uvijek nisi spreman. Wie spät ist es? Es ist 7:10. Um 8 müssen wir am Flughafen sein und du bist noch nicht fertig. Schnell, wir sind spät dran. Požuri, kasnimo. Schnell, oder beeile dich. Wir sind spät dran. Es ist nicht 7:10, es ist 7:10. Ich bin in einer Minute fertig. Nije 7:10, nego je 7:50. Biću spreman za minut. Es ist nicht 7:10. Es ist 7:50. Ich bin in einer Minute fertig. Was denkst du über meinen neuen Mantel? Šta misliš o mom novom kaputu? Was denkst du über meinen neuen Mantel? Mein Gott, wir müssen in 5 Minuten am Flughafen sein. Moj Bože, mi moramo biti na aerodromu za 5 minuta. Mein Gott, wir müssen in 5 Minuten am Flughafen sein. Wie langweilig du bist. Kako si samo dosadan. Wie langweilig du bist. Ich habe seit gestern einen neuen Job. Od juče imam novi posao. Ich habe seit gestern einen neuen Job. Komm jetzt, ich werde dir etwas zeigen. Dođi, pokazat ću ti nešto. Komm, ich werde dir etwas zeigen. Ich mag diesen Job nicht. Ne dopada mi se ovaj posao. Ich mag diesen Job nicht. Heute hat Marko Geburtstag. Danas je Markov rođendan. Heute hat Marko Geburtstag. Ich bin nicht faul. Ich mag es einfach nicht zu putzen. Nisam lenj, samo ne volim da čistim. Ich bin nicht faul. Ich mag es einfach nicht zu putzen. Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles geschrieben, was du gesagt hast. Ne brini se. Zapisao sam sve što si rekao. Mach dir keine Sorgen. Ich habe alles geschrieben, was du gesagt hast. Ich konnte den Job nicht beenden. Nisam mogao da završim posao. Ich konnte den Job nicht beenden. Ich bin sicher, er sagt die Wahrheit. Siguran sam da on govori istinu. Ich bin sicher, er sagt die Wahrheit. Ich werde heute Abend zu Hause bleiben, um zu lernen. Ich werde heute Abend zu Hause bleiben, um zu lernen.
Wie heißt dein Freund? Kako se zove tvoj prijatelj? Wie heißt dein Freund? Ich esse morgens nicht. Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Ujutru ne jedem, samo popijem šolju kafe. Ich esse morgens nicht. Ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Der Tag ist schlecht. Ich will nicht ausgehen. Dan je loš, grozan, ne želim da izlazim. Der Tag ist schlecht. Ich will nicht ausgehen. Dieses Restaurant ist mir zu teuer. Ovaj restoran je za mene suviše skup. Dieses Restaurant ist mir zu teuer. Jetzt ist die Zeit zu gehen, oder wir werden zu spät kommen. Sad je vreme da krenemo ili ćemo da zakasnimo. Jetzt ist die Zeit zu gehen, oder wir werden zu spät kommen. Sie stellt immer die dummen Fragen. Ona uvijek postavlja glupa pitanja. Sie stellt immer die dummen Fragen. Oder dummen Fragen. Ich bin ein wenig besorgt, weil ich nicht viel Erfahrung habe. Malo sam zabrinut jer nema mnogo iskustva. Ich bin ein wenig besorgt, weil ich nicht viel Erfahrung habe. Ich habe dich in letzter Zeit nicht gesehen. Was hast du getan? U poslednje vreme ti nisam viđao. Šta si radio? Ich habe dich in letzter Zeit nicht gesehen. Was hast du getan? Ich konnte letzte Nacht nicht gut schlafen. Prošle noći nisam mogao dobro da spavam. Ich konnte letzte Nacht nicht gut schlafen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Zabrinut sam za njega. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich hatte gestern einen Streit mit meinen Eltern. Juče sam se posvađao sa svojim roditeljima. Ich hatte gestern einen Streit mit meinen Eltern. Als sie ihre Arbeit beendet hatten, gingen sie zusammen zum Abendessen. Kada su završili posao, otišli su zajedno na večeru. Als sie ihre Arbeit beendet hatten, gingen sie zusammen zum Abendessen.